Sie alle sind Gewinner. Einen ersten, zweiten oder dritten Platz gibt es beim Bürgerenergiepreis nicht. Zum fünften Mal in Folge hat das Bayernwerk in Zusammenarbeit mit der Regierung von Niederbayern Projekte ausgezeichnet, die in Sachen Nachhaltigkeit richtungsweisend sind. Unter den Preisträgern ist Michael Miedl. Er hat am Badesee seines Heimatortes Thurmansbang im Landkreis Freyung-Grafenau eine Kleinstwasserkraftanlage errichtet. Eine umweltfreundliche Energiequelle, die mittlerweile 20 Haushalte versorgt. Dass gerade sein Projekt mit dem Bürgerenergiepreis ausgezeichnet wird, kam für Michael Miedl völlig unerwartet. Nein, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet. Ich finde es für ein schönes Signal, dass die Wasserkraft wirklich noch gefördert oder gefordert wird. Und bin davon begeistert, weil so gibt es eigentlich überhaupt nichts, das ich irgendwo an Unterstützung oder Förderung gefunden habe. Nun darf sich Michael Miedl über ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro freuen. Gleiches gilt für Dieter Wittmann und seine Schüler der Aventinus-Mittelschule Abensberg. Er hat mit den Jahrgangsstufen 5 bis 9 ein schrottreifes Piaggio-Dreirad zum innovativen E-Mobil umgewandelt. In mühevoller Detailarbeit setzten die Schüler im Technikunterricht die innovative Idee um und vergrößerten dabei ihr Wissensspektrum im Bereich erneuerbare Energien, Klima- und Umweltschutz. Ursprungsgedanke war eigentlich ein Seifenkistchen, ja, auf Anregung vom Herrn Dr. Wibrandl. Entwickelt hat sich das dann eigentlich zu diesem Elektromobil mit einem riesengroßen Praxisanteil natürlich, gerade im Technikunterricht. Und so ist es uns einfach gelungen, das für die Schüler erfahrbar zu machen, Elektromobilität erfahrbar zu machen. Ein Preisgeld über 4.000 Euro ging heuer an den Sportverein Hofkirchen aus dem Landkreis Passau. Ja, uns sind eigentlich immer vereinsintern wichtig, wo können wir irgendwas machen, was der Umwelt auch zugutekommt. Und deswegen ist das Projekt dann entstanden mit der LED-Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung. Und wie gesagt, man spart nicht nur Geld, sondern man spart auch über 70%, wie es bei uns der Fall ist, an Energie. Und das kommt natürlich auch der Umwelt zugute. Das Thema erneuerbare Energien werde heutzutage oft in den Hintergrund gerückt, findet der niederbayerische Regierungspräsident Rainer Haselbeck. Was die drei Gewinner mit ihren zukunftsweisenden Projekten geleistet haben, kann er nur als vorbildlich bezeichnen. Für unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder wird es eben entscheidend darauf ankommen, dass wir die Energiewende positiv gestalten hier bei uns in Deutschland. Da gibt es viele Initiativen, aber man muss immer wieder darauf aufmerksam machen und auch Vorbilder zeigen. Und das tut der Bürgerenergiepreis und deshalb ist diese Initiative auch so wichtig. Alle drei Preisträger seien aktive Gestalter und Wegbereiter der Energiewende, meint auch der Leiter des Geschäftsbereichs Kommunalmanagement beim Bayernwerk, Christoph Henzel. Also wir sind der Meinung, dass die Bürgerinnen und Bürger bei uns in Niederbayern hier einen ganz wichtigen Beitrag leisten können zum Thema Energiewende und dass das eben nicht nur Aufgabe des Staates ist oder der Kommunen ist oder auch der Energiewirtschaft ist. Und mit dem Bürgerenergiepreis, den wir heute wieder verliehen haben, suchen wir eben genau diese Menschen, und die wir dann auszeichnen, die mit ihren Taten vorangehen. Derzeit wird schon wieder über die besten Konzepte für den Bürgerenergiepreis 2018 entschieden. Denn jeder Einzelne kann die Energiewelt von morgen verändern.